die Protonenmasse und die Masse des Elektrons. Wenn man das dividiert, da kommt immer wieder genau diese Zahl 1836,1527 heraus. Was steckt dahinter? Wie kann man das berechnen? Man konnte ja nur die Protonenmasse experimentell berechnen, die Elektronenmasse experimentell berechnen, das ist alles möglich. Aber diese Zahl, wie hängt das zusammen? So, und nun haben wir ja durch unsere Verbindung zwischen atomarer Ebene und kosmologischer Ebene gefunden, mit diesen 1 durch 4 Pi und 2 Alpha durch 4 Pi. Und wenn man das ausrechnet, diese Zahl, passiert was ganz Verblüffendes. Durch diese Übergänge von atomarer Ebene zu kosmischer Ebene, 1 durch 4 Pi hat ja was mit der elektrischen Wechselwirkung zu tun und das andere, die symmetrische Wechselwirkung, 2 Alpha durch 4 Pi, kommt diese Zahl raus. Das ist schon ein sehr großes Wunder. Und das LHC-Elektronenmodell liefert jetzt die Protonenmasse MP um den Faktor 100.000 genauer als das Standardmodell der Teilchenphysik. Elektrik, Symmetrik wirken hier und führen zu dieser verblüffenden Übereinstimmung. Was wissen wir eigentlich? Wir wissen, es gibt eine Gravitationsladung, in dem Fall mal stellvertretend die Masse des Elektrons, die sich mit Naturkonstanten, wie Sie sehen, sehr schön einfach darstellen lässt. Es gibt, das wissen wir seit jetzt gerade im Vortrag, eine Elementarladung mit ebenfalls einer sehr schönen, einfachen Struktur. Es gibt eine Trägheitsladung, die gerade dual ist in den Quotienten H durch Alpha C. Sie sehen das hier sehr schön. Und es gibt eine Krümmungsladung. Das hat was mit der Raumkrümmung des Kosmos zu tun. Minus soll stehen für abstoßend. Plus, Minus wirkt wie elektrische Ladung in beiden Richtungen. Und Masse soll bloß andeuten, wirkt immer anziehend. Und jetzt gehen wir mal weg von der atomaren Ebene und erweitern das in Richtung Kosmos. Und nun kommt ein Flussdichteaxiom, mein zweites Axiom. Und das sagt Folgendes. Der Quotient, wie eine Masse gravitativen Wirkung in eine Oberfläche strahlt, ausgedrückt in dem Falle jetzt beim Elektron 4b, durch die Reichweite, die gravitative Reichweite eines Elektrons, ist im gesamten Kosmos immer wieder eine Konstante, egal wie groß diese Masse ist. Das geht hin bis zur, man kann auch zum Beispiel für unser Universum eine Übergangsreichweite ausrechnen, die liegt übrigens interessanterweise bei 1/4 der Gesamtausdehnung des Universums. Und diese Beziehung, das ist jetzt ein Postulat, muss ich sagen, das muss experimentell nachgeprüft werden, aber es ist eine sehr wichtige, einfache Beziehung und Physik ist immer dann hoffnungsvoll, das hat auch schon mal Albert Einstein gesagt, wenn die Beziehungen genügend einfach sind. Und nun schießt gleich mal hinterher ein letztes und drittes Axiom, weil das so wichtig ist, die Teilchenphysiker, die grübeln und grübeln, warum gibt es eigentlich 3 Teilchenfamilien? Und hier sehen wir, dass sich möglicherweise die Teilchen nicht bloß in der elektrischen Ladung, im Spin, in der Masse unterscheiden, sondern auch in einer anderen, was mit der Trägheit, ich nenne das direkt auch deswegen Trägheitskonstanten, Axiom zusammenhängt. Das ist diese neu gefundene Trägheitselementarladung dE² Alpha hoch 4 durch Pi. Und diese Beziehung ist sehr leistungsfähig deswegen, weil ja eigentlich die Größen von einer Protonenmasse und Radius des Protons relativ genau bekannt sind. Die Masse des Elektrons ist auch recht gut bekannt. Und nun passiert was Interessantes. Wenn ich das weiß, diese 3 Größen, da kann ich die 4. Größe, die Radius des Elektrons, ausrechnen. Und das ist jetzt eine Vorhersage, die das Elektronenmodell trifft. Die Teilchenphysiker sagen heute, in der Quantenfeldtheorie hat das Elektron keine Abmessung. Es ist punktförmig und das steht eigentlich in jedem Lehrbuch so drin. Und es wird sich aber irgendwann mal wahrscheinlich doch experimentell bestätigen lassen, deswegen nenne ich das Vorhersage, dass das Elektron, so wie das Proton, bloß viel kleiner, einen Radius hat. Und der Protonradius läuft in der Physik zurzeit ein sehr großer Streit, wie groß das Proton nun eigentlich wirklich ist. Und da gibt es ebenfalls eine Vorhersage, aber da muss ich schon sagen, dieser Wert von 0,8656 mal 10 hoch minus 15 liegt zwischen diesen beiden Streitwerten.
und hat durchaus Chancen, sich zu bestätigen. Und nun kommt was ganz Tolles. 1952 oder 1953 wurden ja auch erstmals die Neutrinos nachgewiesen, an starken Strömen von Neutrinos an Kernreaktoren. Und da hat man einen Wirkungsquerschnitt festgestellt, dieser Neutrinos, und da war ich selber etwas verblüfft, als ich das Buch geschrieben habe, dieser Wirkungsquerschnitt stimmt fast genau mit diesen Abmessungen der Neutrinos überein, ich glaube nur Faktor 2, weniger sogar, als diese Messungen damals ergeben haben. Das habe ich aber nie manipuliert. Ich war bloß hinterher verblüfft, als ich das nach dieser Beziehung da oben, KP1, Neutrinomasse, die weiß man so ungefähr heute, und die Konstante ist bekannt für die erste Teilchenfamilie. Für die zweite und dritte Teilchenfamilie kann man das auch berechnen. Und da kommt dieser kleine Wert für die Abmessung, 10 hoch minus 24. Sie sehen das ganz unten rechts. Und das ist auch klar. Die Neutrinos müssen ja unheimlich klein sein. Die rauschen ja durch die ganze Erde durch. Wir kommen jetzt von Eddington weg zu Dirac. Der Dirac, der hat sich immer gefragt, oh, die elektrische Kraft im Atom, GE mal E Quadrat, der Radiusabstand kürzt sich heraus, ist ja viel größer als die Gravitationskraft. Und wenn man das mit diesen Naturkonstanten so berechnet, da kommt man zu einer Zahl, die ist 2,3 mal 10 hoch 39 oder etwas genauer 2,282 mal 10 hoch 39. Und was Sie hier stehen, diesen Text, ich möchte ihn nicht jetzt vorlesen, den hat Alexander Unziger 2012 in seinem Buch Auf dem Holzweg durchs Universum, so wie es hier steht, aufgeschrieben. Niemand kann sie berechnen. Und heute fällt uns natürlich das mit den Kenntnissen des LHC-Elektronenmodells recht einfach, diese Zahl zu berechnen. Sie sehen also, Fe durch Fg ist genau 2,282 mal 10 hoch 39. Und aus diesen fünf Messwerten, Ge, E, G, Me und Mp, was nur Messwerte sind, kommt dieselbe Zahl heraus. Ich wollte das nur mal hier einfügen als Beispiel für die Leistungsfähigkeit. Und Dirac hat sich noch mit vielen anderen dimensionslosen Zahlen beschäftigt. Die Abmessung unseres Universums dividiert durch die Abmessung eines Protons. Und da kommt man auf eine größere Zahl, 10 hoch 42. Und wenn man das mit dem LHC-Elektronenmodell macht, ist auch 1,08 mal 10 hoch 42. Herr Franz Krauss hat 1999 geschrieben, entweder ist das Weltall offen und mit einer noch unbekannten Energie erfüllt, obwohl ich glaube, dass die bisherigen Beobachtungen bereits für die zweite Möglichkeit sprechen, sind für in jedem Fall völlig neue Einsichten in die Natur des Vakuums. Und das möchte ich betonen, Natur des Vakuums. Den Äther haben wir ja abgeschafft, aber was das Vakuum wirklich ist, wissen wir noch viel zu wenig. Und die Grundlagen der Physik, nichts könnte spannender sein. Wir kommen zu unserem Ausgangsbild zurück. 5%, 27%, 68%. Und wir wollen jetzt zwei Tore öffnen. Das erste Tor ist das Tor zur Einsicht, was ist dunkle Energie. Und das zweite Tor, wir wollen einen Beitrag liefern zur Lösung des dunklen Materieproblems. Wir wollen jetzt wissen, wie groß könnte denn die Energiedichte sein und wie helfen uns hier die Grundkonstanten. Und Ostriker und Steinhardt haben 2003 darüber geschrieben, Universen mit einer Energie von mehr als 4 Elektronenvolt mögen häufiger sein. Und nun kommt das Wichtige, Universen mit viel kleineren Werten sind sehr selten. Unser Universum hat offensichtlich den optimalen Wert. Schauen wir mal, ob er recht hat oder die beiden recht haben. Die drei Grundkonstanten, und das ist meiner Meinung nach eine sehr schöne Formel, H, C, rot dargestellt, und diese Symmetrielänge dividiert durch dieses atomare Volumen, 1 durch Li hoch 3, ergeben eine Energiedichte von 3,409 Elektronenvolt. Dann schauen Sie den Wert da oben an, 4 Elektronenvolt. Also das ist schon eine Geschichte, muss man jetzt mal sagen, was Grundkonstanten möglicherweise für die Erkenntnis des menschlichen Denkens bringen können. Das wird sich in der Zukunft zeigen, und wir reden ja auch viel über Einstein und seine kosmologische Konstante. Eine Berechnung des beobachteten Wertes für Lambda, soll das heißen, kann vermutlich erst in einer fundamentalen Theorie aller Wechselwirkungen erfolgen.
Wir kennen ja jetzt alle Wechselwirkungen. Momentan ist das Problem der kosmologischen Konstante eines der großen Rätsel der modernen Physik. Das ist Klaus Kiefer in seinem Buch Gravitation 2003. Die Experimentalphysiker, hier klappt nur Teilchenphysik ohne Beschleuniger, sagen dazu, die kosmologische Konstante müsste einen Wert haben von gleich oder kleiner als 3 mal 10 hoch minus 56 pro Zentimeter Quadrat. Einsteins kosmologische Konstante besteht aus den neuen Grundkonstanten Lambda, und Sie sehen, wir brauchen jetzt nur noch diese neu gefundene Grobstrukturkonstante und diese Symmetrielänge zum Quadrat mal 8π. Das 8π, das kommt durch Einstein ein bisschen mit rein. Und das sind dann 2,27 mal 10 hoch minus 56 pro Quadratzentimeter. Das ist ja eine Krümmungskonstante, das wissen wir aber. Und das ist ja. Und jetzt gehen wir nochmal zurück auf Mikrokosmos und Makrokosmos. Wir hatten uns das schon mal mit der Planck-Länge angeschaut und mit der elektrischen Länge. Und jetzt haben wir durch Kenntnis dieser Konstanten eine Möglichkeit zu sagen, wo liegt denn eigentlich dieser Strukturbildungsbereich? Das beginnt stufenweise die Partikelstrukturbildung, sicherlich erst mit Neutrino, Elektronen und die komplizierter aufgebauten Partikel etwas später. Und andererseits, hier baut sich was auf links, der Auflösungsprozess beginnt in der Größenordnung, Sie sehen wieder die ganz bekannten Größen, nichts Neues dazu erfunden, 6,64 mal 10 hoch 25. Das ist noch ein ganz Stück unterhalb der Ausdehnung des Universums. Das ist der sogenannte Einstein-Universum-Radius. Einstein hat ja selber schon die kosmologische Konstante berechnet, deswegen ist das nicht meine Erfindung. Beginn des beschleunigten Zerfalls des Universums.